Ja, ich lure die hoch zu safe. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, den Shasta in Risiko zu stellen. Ich weiß nicht, wie viele Mobs hier im Raum drin sind. Das ist das Nächste. Oh, ich werde verfolgt. Ja, hast du einen Igel? Ah, Ah. okay, der Moment, Hast du der die einfach auf mich abgeschüttet? verloren. Hat die Lutz auf mich verloren. Hm. In dem Raum ist übrigens wieder eine Elite drinnen, ne? So, habe ich die ganzen Mobs. Nein, natürlich bleiben sie oben auf der Ding stehen, ey. Ficken sie mein Leben. Komm, komm, komm. Mein scheiß Ex-Soldier wäre es mir egal, aber ich brauche den scheiß Shock Trooper. Oben ist noch ein Schocki. Komm, ich stell den mal kurz ab hier. Ich stell die mal kurz ab hier. Danke. Okay. Dann kann ich mir nämlich in Ruhe die da oben noch runterziehen. Den da oben lasse ich jetzt hinten. Ne, hinten lassen wir stehen. Eventuell können wir auch einfach runterlaufen. Das ist natürlich auch lustig. Jo, der kommt runter, oder? Nee, doch nicht. Doch, der kommt runter. Lol, nice. Das mal mitgenommen hier. Ein bisschen extra XP mitnehmen. So. Den hole ich jetzt aber wirklich nicht da drüben, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall schon mal Target und dann Mage, das ist viel wert, das werde ich jetzt brauchen. Oh nein, ich sehe gerade, du hast eine Elite auch noch hinter dir. Ja, deswegen. Der ist fünfmal größer als die normalen. Okay. Skills sind auf jeden Fall rausgecharged, bist du, oder? Ja. Okay, ich kick rein. Alle Shocktrooper sind schon weg, oder was? Nice. Das sind übrigens die dicksten F2-Viecher, die es gibt. Ne, ich sehe es gerade. Ich kann uns überhaupt nicht mehr sehen. Also nicht nur von der Größe, sondern von der Stärke her, ne? Mal den Gen ein bisschen hochheilen. Das ist auch 55%. Kann ich ihn stunnen? Irgendwie. Nochmal. Ist aber noch gestunt. Mega, ich wollte nochmal stunnen. Ach so. So, ich habe im jetzt alle doch ein Skill habe ich noch. Jetzt mach doch diesen Scheiß Skill doch noch, Mann. Komm. Oh, hat er zu wenig HP, der DS. Ja, der hat dann seinen scheiß Skill wieder gemacht. Normal, dass der wenig HP hat. Keine Sorge. Schamambuff geht aus. So. Die Scheiße einmal reinkicken hier. Ach, der Schamane kann seinen Special Skill nochmal kicken. 40k Damage einfach so. Einfach so ins Gesicht. Ich hätte beim Gen aufs Trinket warten sollen, das ist jetzt im Moment ready. Da ist es. Egal, die paar tausend extra Damage, was soll's. Kriegt er den Krupp hier mit ab? Ja, kriegt er.
Nee, du kriegst den Rookie nicht ab. Ja, aber der DS kriegt den ab. Darum geht's mir. Also. Der Gen braucht's eh nicht. Der hat doch eh gerade keinen Schaden, weil das Mob eh gestunt ist. Boah, ich mach dem Schaman so wenig Schaden, ey. Lol. Merkst richtig, das ist viel richtig. Was? Ich habe jetzt echt keinen Mana mehr. Also. Ja, wir haben ihn aber auch fast 6% noch. Hier sind übrigens nur 10 Viecher drin. Das kann ja was werden. Ich muss Mana machen. Mach nur. I guess so. 7 Millionen XP aber schmeckt. Pro Nase, ne? Naja. Ja, wobei die Mage hat plus 6,5 bekommen. Liegt daran, weil der Schamane halt höher ist. Aber juckt mich nicht. Also müssen wir anstatt 4 Lust ist mal 6 Lust machen, aber besser als gar nicht spielen zu können. Alternativplan regelt sowas halt schon, ne? Ist halt auch Glück, dass wir die Shock Trooper noch brauchen, ne? Und nicht die anderen. Hätten wir jetzt die anderen gebraucht, hier die, wie heißt die Scheiße, Guard oder Combat Trooper, hätten wir ein Problem gehabt. Da hätte es keinen Alternativplan gegeben. Und du, mir ist es eigentlich egal, ob ich jetzt den Raum nehme oder irgendeinen anderen, weil ganz ehrlich, Raum ist Raum und. Ich denke mal eh sowieso, dass hier kaum jemand spielt. In dem Raum spielt niemand, Alter, wozu? Der Raum ist eigentlich übelst Cancer. Du hast ewig zu luren, Wenn. es sind weniger Mobs drin im Prinzip. Also ich kenne bloß eine Person, die der kannte, aber ich glaube, der spielt nicht mehr. Der den Raum gerne genommen hat, weil halt der Raum einfach mega peaceful ist. Weil hier keiner wegen Daily oder Shit herkommt, ne? Ja gut, ja, stimmt. Ich muss auch erstmal chargen. Hab ich Target? Ich hab Target, ne? Kimantite. Ja, sag Bescheid, wenn du gecharged bist, dann. Ja. Kann ich reinfeuern? Ich habe den Skill mit dem Schaman. Mal gucken, was es bringt. Nicht so viel, aber hey. Meisten Mobs leben einfach noch. Wir haben gerade mal 2 Stück von der Quest gekillt. Bisher in der Runde. Okay, wieder 2 down. Alle 10 down. Schön. Und weg mit dir. Das heißt, ich muss jetzt gleich nur noch zweimal chargen und dann bin ich ready to go. Weißt du was, ich lasse den DS einfach hier sitzen. Juckt mich nicht. Der Respawn ist halt noch nicht mal da. Wir waren jetzt zu schnell. Mein Mob steht da hinten. Es ist halt gut, dass ich die auch ohne PD tanken kann. Ich kann direkt wieder los, weißt du? Das ist eigentlich richtig OP, wenn du es so siehst. Was juckt es mich, ob ich PD brauche? Nichts. Brauchst du nämlich nicht. PD ist halt entspannt, weil dann kriege ich gar keinen Schaden mehr. 50 Damage oder was?
Ja, die 50 Damage sind halt. Ja, 50 Damage auf 30 Viecher, I don't care. Bei 100.000 HP juckt mich halt überhaupt nicht. Stell dich mal auf den DS drauf, bitte. Dann decke ich euch nämlich beide ab. Wenn ich mich gleich auf dich drauf stelle. Ich habe jetzt kein Target im Gen, na egal. So, das ist raus, das ist raus. Nein, ich habe E gedrückt, ich Idiot. Ja, Crit Diffusion habe ich aber keine, muss so reinhauen. Nichts ready. Ich drück immer E anstatt 3. Ja, moin. Ich kleiner Idiot. Du Idiotensohn.